Markus Lutz von Fotolutz ist heute wieder unterwegs mit seinem Matterport. Er macht 3D-Visualisierung heute in einer Arztpraxis. Grüß dich, Markus. Hallo. Hallo, guten Morgen, Mike. Tagchen. Markus, du bist schon mitten in der Arbeit. Es gibt wieder neue 3D-Visualisierung. Ja, genau. Heute sind wir in der Arztpraxis bei Frau Dr. Tegel, Ernährungszentrum auf dem Eschberg. Und so eine Geschichte eignet sich auch für eine Arztpraxis, um ihren Patienten schon mal oder Interessenten im Vorfeld zu zeigen, Mensch, so liegen wir, das ist unser Objekt. Hier ist es besonders schön, eine außergewöhnliche Arztpraxis. Selten sieht man sowas. Ich glaube, ich habe es noch nie so schön gesehen wie hier. Sehr harmonisch, idyllisch, Lounge-Bereich sogar ist hier untergebracht. Und wir haben schon ein bisschen angefangen. Ich habe schon die ersten Scanpunkte umgesetzt. Das ist der Beginn. Sieht man es so oder reflektiert es? Alles gut. Ja, ist immer noch das alte iPad mit der zerstörten Kante. Daran sieht man, wie lange ich damit arbeite. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Das sind schon die ersten Scanpunkte, die ich umgesetzt habe. Und wir gehen nachher durch die kompletten Räume durch und bauen nachher eine Tour zusammen. Und der Vorteil von der Tour ist, dass man die bei Google implementieren kann. Google mag nämlich 3D-Fotos, generell Fotos. Und wir können hier eine Verknüpfung, wir haben einen Account, mit dem wir die Bilddaten, die 3D-Daten zu Google implementieren können. Und dann ist der Rundgang aus der Praxis automatisch bei Google integriert, in Google Maps, Google Street View. Klasse. Aber wir fangen mal von vorne an. Also, hier hast du das nötige Gerät dazu, sogenannte Matterport. Wie genau funktioniert das? Also wir haben einen neuen Linsen, der schießt 360-Grad-Aufnahme. Da werden 3D-Aufnahmen, also 3D-Daten errechnet, erstellt. Da ist auch ein Infrarot, da sind auch drei Infrarotlinsen-Sektoren. Die sind auf der linken Seite, wie man die erkennen kann. Die sind dafür da, um die Raummaße zu berechnen. Man kann also nachher auch einen Lageplan erstellen vom Raum, wo man jede Raumgröße hat, das geht Zentimeter genau. Wenn jemand beispielsweise ein Objekt hat und hat keinen Lageplan, hat keine Daten von den Räumen, könnte man das Objekt scannen und ich kann nachher sagen, das Ding hat 354 Quadratmeter pro Raum mal Länge, Breite und man kann nachher auch im Tool selbstständig mit dem Lineal, mit dem Maßstab nachmessen von Fensterbank zur Tür und vom Sofa zum Fernseher, kann man sich ein bisschen mit dem Spieltrieb ausleben und könnte die Daten auch dafür nutzen. Ich drücke mal auf die Kamera, die fährt nämlich einmal rum, normalerweise sollte man nicht im Bild stehen, aber die schießt 6 Aufnahmen, immer nach der Drehung wird eine Aufnahme geschossen. Und am Ende wird sie bei mir hier als Voransicht dargestellt. Kann ich euch gleich mal zeigen. Die Voransicht ist allerdings nur eine kleine Vorschau, noch in einer schlechten Bildqualität. Das wird dann nachher besser, wenn es nachgerechnet wird. Da gucken wir mal rein. Es dauert ein paar Sekunden, bis die Aufnahme erscheint. Wir sind nämlich jetzt theoretisch an dem Punkt hier. So, na komm schon. 3, 2, 1 und da ist er. Und wenn wir dann uns den Scan anschauen, da sehen wir den Kameramann, man sieht mich im Bild. Und das ist der 360-Grad-Blick, den wir nachher haben. Und das sieht schon sehr gut aus, aber wie auch immer, da oben steht es, Vorschau, keine endgültige Qualität. Das wird nachher wirklich High-End. Und man kann diese Daten, diesen Rundgang mit einem Link in eine Webseite einblenden, praktisch einbinden als Menüpunkt, als ganz normalen Menüpunkt. Hier zum Bild ein Rundgang, hier zu unseren 3D-Daten. Besuchen Sie uns in unserer Praxis, da ist jede Kreativität gefragt, wie man es einsetzen kann. Und man kann auch den Link mit einem Bildvorschau, mit einer Bildvorschau einblenden. Also man kann es relativ spannend gestalten, um sein Projekt darzustellen. Das habe ich ja schon hier gesehen, hier sind mehrere Punkte, das sind wahrscheinlich deine Messpunkte, die hier angegeben sind. Das heißt, ich kann aber später auch richtig durch die Räumlichkeiten, ja, virtuell spazieren gehen. Ganz genau, da mache ich mal gerade ein anderes Programm auf mit verschiedenen Daten, die wir schon haben. Jetzt haben wir natürlich keinen Cloud-Zugang, klasse. Zum Beispiel, was nehmen wir denn mal hier? So würde es ausschauen. Das ist jetzt eine Autoausstellung beispielsweise. So kann man sich durch die Räume bewegen, praktisch durch Tippen auf die Punkte. So könnte man dann in der Praxis oder in dem Raum, in dem Objekt sich durch die Lage klicken und die Objekte genau anschauen. Das ist also ein finaler Rundgang. Und man sieht hier Ambiente-Licht, macht das auch wieder relativ spannend, das Thema. Und so würde ja ein finaler Rundgang ausschauen. Und man kann reinzoomen. Jetzt bin ich schon ganz gezoomt an dem Punkt. So, am Rechner funktioniert das mit dem Mausrad. Kann man ganz cool reinzoomen.
Und hier ist das schon so ähnlich, wie man es kennt. Du hast vorhin schon gesagt, wie bei Street View zum Beispiel, wo ich mich auch eben durch die Straßen bewegen kann. So kann ich mich dann später dann durch die Räumlichkeiten hier fortbewegen. Ganz genau. Das ist der Vorteil, wenn man in Google Maps ist oder in Street View und klickt auf das Objekt jetzt hier bei Dr. Thiel, dann ist man automatisch in den Räumen. Man muss gar nicht über die Webseite reinkommen, man kommt automatisiert in die Räume und kann sich dann ein Bild von den Räumen machen. Das ist jetzt so die Lageansicht, die ich erzählt hatte, wie man sich ein Objekt von oben anschauen kann. Das hier ist nochmal so eine Ansicht im Dollhaus, dass man wirklich so 3D-technisch sich das anschauen kann. Also interessant sind auch Messpunkte, die man setzen kann. Man könnte im Nachhinein sein Objekt anschauen und man setzt einen Messpunkt am Punkt A, am Punkt B und dann hat man die Distanz 2,35 Meter. Und so kann man seine Räume auch selbstständig nochmal durchmessen, ne, beispielsweise. So, der ist jetzt bestätigt. Wir setzen einen neuen Messpunkt hier beim der Tapfsäule A, B. Und wir wissen jetzt, die ist 56 cm breit. Eigentlich eine coole, ein cooles Tool, um sein Objekt nachher vermessen zu können, wenn es mal gebraucht werden sollte für eventuell einen anstehenden Umbau. Oder gleich den Architekten verklagen, weil er gelogen hat. Ja, wir haben 99% Genauigkeit. Für das 1% kann der Architekt vielleicht einen Ticken besser, aber für eine Vorabplanung ist es ganz gut. Okay. Aber eine klasse Sache. Wir sind jetzt hier ja in der Praxis. Ich zeige nochmal, also das, was wir jetzt hier sehen werden, werden wir später auch alles virtuell sehen. Natürlich alle Räumlichkeiten. Man kann, ja, wie es Markus gesagt hat, dann wirklich komplett hier durchspazieren. Ich denke mal, wir sehen das Ergebnis auch noch am Ende des Videos dann. Wie lange brauchst du für jetzt überhaupt für so eine Scan? Das ist echt individuell. Ein Autohaus ist sehr kompliziert, da muss man verschiedene Höhen beachten, damit man Dach des Autos auch scannen kann. In der Praxis ist es einfacher. Kommt auf die Größe der Praxis an, auf die Anzahl der Scanpunkte, auf die Lichtsituation. Die Räume sollten vorher vorbereitet sein. Hier war es wirklich perfekt. Man muss oftmals beim Kunden nochmal mit durchgehen und sagen, stellen Sie das beiseite, leeren Sie einen Papierkorb und drücken Sie die Blume ein bisschen rüber. Aber hier ist alles perfekt vorbereitet. Deshalb haben wir wenig Vorbereitungszeit gehabt. Ich schätze, dass wir in einer Stunde hier in der Praxis durch sind. Und dann haben wir danach nochmal eine halbe Stunde Arbeit an der Projektgestaltung. Dann wird es weggeschickt, über Nacht wird es bearbeitet, am nächsten Tag kommt es zurück und dann mache ich die Finalisierung. Das dauert nochmal eine Stunde bis zwei schätzungsweise. Das Gesamtprojekt, es kommt darauf an, ob jetzt Google noch mit reinkommt, da dauert es noch mal länger. Aber das Gesamtprojekt schätze ich 4 bis 5 Stunden Aufwand für eine kleine Arztpraxis jetzt wie hier. Und trotzdem, das heißt vom Starten bis zum fertigen Ergebnis 3-4 Tage und man hat alles. Ja, eigentlich geht es theoretisch schon schneller. 2 Tage, passt. Wollte jetzt großzügig sein, nicht, dass es alle kommen so, ich brauch's morgen, deswegen habe ich das einen Tag Puffer eingebaut noch. Okay, na gut, in der Corona-Zeit sind wir noch schneller, weil jeder will online gehen, jeder will sich positionieren. Nee, normalerweise in 2, 3, 4 Tagen, je nach Aufwand. Im Moment habe ich ein größeres Projekt am Start. Das kann passieren, dass es nächste Woche losgeht und dann muss ich täglich mehrere Projekte durchscannen und das deutschlandweit. Das ist ein riesen Aufwand, da kommen die Fahrzeiten dazu und die Projektarbeit abends oder nachts theoretischerweise, dann dauert es ein bisschen länger. Aber normal geht es innerhalb 2 Tagen. Gibt es Sachen zu beachten, wie zum Beispiel Licht? Ich zeige mal kurz hier vorne, wenn ich mal kurz an die vorbei darf. Ja. So, wir sehen jetzt zum Beispiel, hier haben wir ja einen Eingang, da kommt jetzt ja richtig viel Licht hier auch durch. Sind das auch Dinge, die du dann beachten musst, hier von wegen, wann du welche Räumlichkeiten kennst, damit das alles, ich sag mal, homogen aussieht? Ja, das ist richtig. Es ist ganz schwierig, den Zeitpunkt herauszufinden, an dem Objekt gerade, kommt auf die Fensterflächen an, das richtige Licht steht. Jetzt haben wir hier eine riesen Fensterfläche auf der Seite. In dem Präsentationsraum nebenan konnten wir die Jalousien kippen. Das hat funktioniert, weil davor war viel zu viel Lichteinfall. Das funktioniert nicht, weil ich auch mit Infrarot arbeite. Und Infrarot mag kein Licht. Deshalb ist so eine Situation mit starken Licht, mit Lichtflächen, mit Lichtausbrennsituationen eher nicht so optimal geeignet. Daher haben wir jetzt, sind wir hier gestartet und schießen am Ende den Eingang in der Hoffnung, dass die Sonne ein bisschen weiter gekommen ist und dass wir dann den Eingang besser platzieren können. Aber bei Autohäusern beispielsweise, die haben ja große, große Fensterflächen. Da wartet man am besten bis zum kurz vorm Sonnenuntergang und scannt dann, weil da hat man einfach zu große Lichtreflexionen im Scan-Vorgang. Aber im normalen Bereich reicht es eigentlich, geht's schon. Wir sind jetzt hier in der Arztpraxis, Autohäuser hast du schon erwähnt. Für wen eignet sich das? Im Prinzip, es geht durch die ganze Bank. Es geht, das kannst du in einem Restaurant machen, in einem Fahrradladen. Interessant sind Immobilienmakler, Projekte, die etwas aufwendiger sind.
Beispielsweise jetzt in der jetzigen Zeit könnte man ein Objekt schnell scannen und könnte das online dem Kunden zur Verfügung stellen, anstatt Besichtigungstermine machen. Das ist der Covid-19-Zeit geschuldet. Des Weiteren ist ein exklusives Immobilienprojekt wieder interessant für einen Immobilienmakler, damit man nicht diesen Besuchstourismus hat. Da kommt einfach, kommen 20 Interessenten, sagen, oh, ich gucke mal die Bude an, aber sind keine ernsthaften Kaufinteressenten. So könnte man vorher schon im Vorfeld ernsthaft selektieren und sagen, pass mal auf, guck dir an und bei echtem Kaufinteresse und weise bitte nach, dass du auch das Potenzial hast, das Objekt kaufen zu können, dann gehen wir live ins Objekt rein. So könnte man vorher schon selektieren, das ist dafür interessant. Das ist für eine Metzgerei interessant, um darzustellen, Mensch, wie sind unsere Produktionsräume. Es geht durch die gesamte Breite von, sag ich mal, Industrie, Handel und Handwerk. Klasse. Also sehr modern und gerade wie du sagst, vielleicht auch nach Corona, vielleicht auch gerade erst wegen Corona, von wegen einer Idee, von wegen Zeit auch zu sparen für Zukunft. Gerade wenn du sagst, okay, nein, ich gucke mir das Objekt vorher mal online an und erst dann, wenn Interesse ist, gehe ich wirklich hin. Beim Kauf zum Beispiel jetzt von Gebäuden und Ähnlichem. Also klasse Sache. Zeig mir mal hier. So simpel mit dem Motherboard und das Ganze mit dem Tablet. Ich finde es eine tolle Sache auf jeden Fall und jetzt höre ich langsam auf, weil sonst wird doch noch ein ganzer Tag draus. Du musst wieder zurück zu deinem Gerät, denn wir sind ja auch am Ende alles gespannt, wie das Ergebnis von hier aussieht. Das sind echt tolle Räumlichkeiten. Guck mal, jetzt kommst du hier plötzlich um die Ecke rum. Aber das ist auch eine letzte Frage noch. Das sind ja auch Dinge, die du beachten musst. Klar, wir hatten gerade eben schon über das Licht gesprochen. Aber auch hier, es ist ja wirklich sehr modern gehalten. Und ja, kleine Verwinkelungen, Ähnliches drin. Highlights hier an den Wänden. Geht aber alles problemlos. Geht problemlos hier, problemlos. Wirklich sehr, sehr gut vorbereitet, alles stylisch schön. Macht noch mehr Spaß, sowas zu scannen, wie wenn man ständig in den nächsten Räumen schon vorräumen muss. Klasse. Wir werden sehen, wie das Ergebnis aussieht, hier vom Ernährungszentrum. Markus, verrat noch, für alle, die jetzt neugierig sind, die mehr von dir wissen wollen, die auch eine 3D-Visualisierung haben möchten, wie kann man dich erreichen? Ganz einfach, Fotolutz. Markus Lutz heiße ich, fotolutz.com. Also im Prinzip die Webseite www.fotolutz.com. Da erreicht man mich ganz leicht. Und in der jetzigen Zeit bin ich auch wenig im Büro, weil ich dann doch wieder mit den Scans mehr unterwegs bin wie bisher. Aber digital ist alles ganz unkompliziert zu erreichen. Also einfach mal auf fotolutz.com gehen. Und vielleicht kommt dann der Markus mit seinem Matterport auch bei euch vorbei. Markus, vielen Dank. Danke, gerne. Und viel Spaß noch. Ciao, bis dann. Ciao, ciao.